Hallo und herzlich willkommen hier zu Ghost Recon Wildlands. Tom. Da vorne liegt eine Mine. Clancy's, ja, ja, Leben am Limit. Sag das. Wir sind bei einer brandneuen Mission. Und, ja, mit dabei ist Reaper Navo Enno. Hallo, und ich auch schon wieder in den Heli. Oh Gott. Ja, das ist schon wieder so ein hässlicher, egal. Nein, der ist tatsächlich noch harmlos. Die anderen, die sehen kampfmäßig aus. Das sind Apache-Hubschrauber mit Raketen und MGs. Oh, ich habe keine Granaten, keine Minen mehr. Ja, ich bin mir gerade. Da kommt ein Auto. Was will der denn? Achso, das. Wann war bist du das? Ja, ich hab doch gesagt, ich stell hier. Also, unser taktischer Plan war hier, die mit den Fahrzeugen den Weg zu versperren. Ja. So kommen sie nicht mehr so leicht durch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Minen ausgerüstet habe. Ich werde mal gucken. Nee, war anscheinend nicht. Da ich aus Versehen den Stift gezogen, als ich mir in der Tasche rumgegriffelt habe. Hauptsache, du hast den Inhalt schnell weggeworfen. Ja, habe ich. Okay. So, taktische Vorgehensweise bei dieser neuen Mission. Habt ihr noch Minen, die ihr legen wollt? Ja. Ich habe alles gelegt. Lass mich hier eine Mine legen. Ja, ist die Frage, in welcher Art. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es gar nicht erwarten, sich alle Messario vorzuknöpfen. Also ich denke, wenn du da einen großen Dings aus also weit auseinander legst, dann können wir ein paar Autos mehr abhalten. Gut, dann mache ich hinter den geparkten Autos nochmal eine. Das, falls sie doch durchkommen. Hey, ich glaube, das kann ich auch schon kriegen. So, das war's aber mit meinen Minen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen wieder dieselbe Taktik. Wir gehen rechts über den kleinen Weg in die Lagune und hinten rein. Mhm. Okay. Das ist übrigens eine neue Taktik. Absolut neu. Bisschen wandern. Übrigens, diese Villa, ne? Also, ich finde die ja schön. Hm. Naja, das ist ein Lagerfeld. Würdest du gerne darin wohnen? Ich meine, mit der großen Glasfront und so? Ja, ich meine, im Sommer wird zwar warm, aber dafür sind ja auch keine Türen drin, ne? Ja, Durchzug hast du immer. Also, wenn ich hier irgendwann in Rente gehe, mhm, nach meiner Mission in Kolumbien, dann kaufe ich das Ding einfach. Ja, ja, da brauchst du aber auch drei Haushälterinnen, die dir das Ding sauber machen. Für das kriege ich. Oh ja, und vor allem da das Fenster putzen, das wird richtig hässlich. Ah, die Besoldung, gar kein Problem. Ja, Da ist noch einer, da drüben. Ich bin nämlich gleich an der Lagune. Ebenso. Okay. Ich hab, also, da stehen wieder zwei Leute. Wir gucken aber nicht genau zu euch, deswegen das kommt hier hin. Ich bin in der Lagune. Ja, befinde mich jetzt in den Büschen hinter der Lagune. Ja, ich sehe euch. Also theoretisch, ich weiß nicht, ob die beiden euch sofort entdecken würden, wenn ihr da einmal schnell vorbei huscht. Ich vermute ja. Wartet, da kommt noch einer. Weniger. Da kommt wieder der schwer bewaffnete Sturmsoldat. Der latscht ziemlich nah auf euch zu. Naja, ist stehen geblieben. Wir müssten irgendwie die 1 und 2 dazu bringen, sich umzudrehen. Gibt es ein Fass am Eingang? Ich kann mal dichter dran den Krachmacher von der Drohne zünden. Das bringt das was. Idee. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Das haben wir gehört, aber keine Reaktion. Nur eine Teilreaktion der Leute am Eingang. Okay, 3 bewegt sich weg, das ist schon mal gut. Die anderen beiden sind vielleicht nicht so helle, dass sie euch sehen. Bezweifle ich. Reaper, hast du 1 und 2 im Blick? Reaper? Bestätige. Also, ich wäre dafür, dass ihr vorrückt und sollten die beiden euch sehen, dann sagt ihr was und Reaper schaltet sie aus. Ich muss sie einzeln ausschalten, sie stehen zu weit auseinander. Okay, negativ, so ist keine Vorrücken möglich. Nee.
Nein, außerdem steht am Hintereingang noch ein gepanzerter. Ja. Ja, da kommt auch schon wieder einer auf die beiden zu. Das ist schwierig. Commander, Sie haben doch eine Idee. So, jetzt Mosquito. Machen die da Dancing Queen oder was spielen die da? Sowas in der Art, ja. Das können sie auch gerne woanders machen eigentlich. Ich könnte halt versuchen, einen Krieg zu entfachen hier unten, indem ich einen Unidad und einen Kartelltyp ausschalte. Da sind Unidad-Patrouille im Gebiet. Vielleicht sind die hier, weil wir in der Kurve so viel Staub aufgewirbelt haben. Solange keine Position verraten wird, ist Aufruhr erstmal nicht schlimm. Ja, hast du die Möglichkeit für den Fall, dass du gesehen wirst, dass du schnell flüchten kannst? In der Theorie. Ich müsste halt das Gebiet verlassen und hoffen, dass ich schnell genug wegkomme. Aber das Problem ist, von da kommen die Feinde. Okay. Und Position halten, ich muss mich umgucken. Wenn du die Chance hast, dann zieh dich am besten so zurück, dass du über die Straße rüberläufst und dann auf die Seite, wo ich stehe. Wenn ich wüsste, wo du stehst? Auf der gegenüberliegenden Seite. Also du rennst quasi raus, springst über die Mauer, läufst über die Straße und gehst dann geradeaus immer weiter. Mhm. Beine in die Hand nehmen, wenn du gesehen wurdest. Mhm, verstanden. Okay. Sonst nenne ich nur eine Möglichkeit, mich hinten durch das Gebiet durchzusneaken, indem ich da ganz hinten durchlaufe und hinten runterspringe. Wo der Helikopter ist, in die Richtung. Es könnte aber kritisch werden. Zu viel freie Fläche, wo sie dich sehen könnten. Die Mauer bietet wenigstens ein bisschen Schutz. Aber dann schießt zwei ab. Einfach ein Krieg. Oh mein Gott. Ich vermute übrigens, dass die 4 uns nicht sieht. Okay, ja, 1 und 2 können sich, bewegen sich weg, Endo, wir können glaube ich los. Ja, sie haben nicht den Fokus auf euch. Okay, bin jetzt in einem Teil des Gartens. Bin im hinteren Teil. Ist gut. Aber 4 steht immer noch am Hintereingang, da Villa. Ja, das ist erstmal nicht der Hauptfokus, würde ich mal behaupten. Also die laufen eigentlich alle jetzt nach vorne. Okay. Die 2 kommt zu euch. Ne, versteckt sich hinter der Palme, okay. Bin beim Helikopter, der hier im hinteren Teil des Geländes ist. Ja. Hätte eine eventuelle Exit-Strategie, zumindest verwandelt mich, der Heli hier. Ja. Ja. Der hat zumindest einen Beschützer auf jeder Seite, was bemannt werden kann. Die 4 ist an der Aufruhr, aber nicht wegen uns scheinbar. Wir werden fast entdeckt worden, wahrscheinlich von der 4, oder? Auf dem Dach. Habe ich ausgeschaltet. Auf dem Dach sind noch 2 Unidad. Okay, können die ausgeschaltet werden von unserem Scharfschützen? Negativ. Dach ist höher als meins. Okay, so wie ich das verstanden habe, hat die Unidad nach Schub beordert. Ja. In der Villa selbst befindet sich ein Unidad. Im Erdgeschoss? Zwei. Einer kommt nach hinten gelaufen. Und noch ein dritter auf der, vierter auf der Treppe. Nicht einer kommt raus. Es schießt ihn, wenn möglich. Tango ist tot. Tango da. Ich hoffe, er konnte nicht mehr funken. Oh, anscheinend schon, er hat meine Drohne abgeschossen. In der Butze. Ist bekannt, wessen Positionen bekannt sind? Bis jetzt nur etwas. Scheiße. Negativ. Nicht? Meine Position ist noch immer nicht bekannt. Okay. Die Vorsicht. Gegner gehen immer noch sich gegenseitig an die Gurgel. Ich halte hier und dann ja raus, was ich kann. Oh. Haben wir da einer? Erledigt. Benötige dringend Informationen, ob das Erdgeschoss sauber ist. Kann ich gerade nicht sagen. Ich kann nur einen Teil einsehen, kann leider aber sehe nicht keinen. Einsehen. Ich sehe keinen. Ne, sieht gut aus. Okay. Ich sehe nur eine halbnackte Frau. Oh. Wo auch immer du die gefunden hast. Ist so eine Statue, die da mitten drin steht. Treppe ist auch clean. Okay. Okay, Rücken vor. Der Vorderplatz sieht relativ sauber aus. Ich habe hier auch gut aufgeräumt. Tango getroffen. Okay, Verstärkung rückt an. Achtung. Auf der. Ich höre einen Zug oder was war das?
direkt raus, links auf dem Dach bei der Pyramide, hockt einer. Der hat aber noch einen auf dem Dach. Down. Ich weiß noch nicht, wo der hingelaufen ist. Die waren vorhin zu zweit. Auf dem Dach ist er nicht. Merkwürdig. Bewegt sich ein Fahrzeug? Ich glaube, das war unser Scharfschütze. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emisario ist soeben abgetreten. Checkt selbst aus, statt sich seinen Großvater zu stellen. Haben wir ihn dazu getrieben? Hör auf mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Hey, da ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emisario gefunden. Ich glaube, ja. Geschossen worden am Eingang. Das sehe ich auch, ja. Eine Nachricht verfasst, wann war dass er die Schuld mit dem Hebel raus? Moment, negativ, ich muss Reaper retten. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Verdammte Scheiße! War wohl doch nicht so ein Versager wie wir da. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Reaper, ich komme gleich auf dich zu. Ich tue, was der Job verlangt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nur noch einer. Das ist ein Abschiedsbrief. Von den Unidad da. Wo genau? Bewege mich im Laufschritt auf Reapers. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ungünstige Situation zu. Ich versuche dir Deckung zu geben. Vorplatz ist sauber. Das schaffst du, Reaper. Das ist nur eine Kugel. Ja, aber in der Lunge. Ach, Scheiße. Danke. Wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst. Also nicht du, sondern der Typ da. Ei. Okay, wie sieht's beim Helipad aus? Erno, bist du beim Heli? Helipad ist clear. Okay, wir sammeln uns beim Heli. Verstanden. Unterwegs. Ich höre Explosionen. Schuss bestätigt. Gibt es eine Möglichkeit zu erforschen, was das für Explosionen sind? Vermutlich unsere am Eingang platzierten Verteidigungssysteme. Okay. Hoffentlich. Zumindest ist das die einzig logische Denkweise. Deswegen habe ich auch die Fahrzeuge versucht vor die Tür zu stellen, dass wenn die da reinfahren, dann ist das liegen. Aber wer geht denn davon aus, dass die unten schon ausgestiegen sind und die hochgehen? Okay. Ja, da konnten wir ihn leider nicht vergrören. Schön wär's gewesen. Mhm. Dreh mal um, klick mal in die andere Richtung. Okay. Dann können wir vielleicht noch die medizinischen Güter holen, die gestohlen wurden aus dem Krankenhaus. Stimmt der Kurs? Ja, ein bisschen weiter nach. Ja, so ungefähr. Da irgendwo auf dem Bergkamm soll das sein. Ich sehe da ganz schon einen Wachturm. Also wo das sein soll. Ja, das scheint das zu sein. Aber es müsste sich um Unidad handeln, die das geklaut haben. Keine Ahnung, was die damit zu schaffen haben. Aber eigentlich war das ja die Idee vom Kartell. War doch konfisziert, wenn ich das von Bakatari richtig gehört habe. Echt? Ja, die haben das konfisziert. Ja, sehe den betreffenden LKW. Mhm. Ist ja schön, dass du was siehst, ist egal, das ist außer Fels. Ich dreh mal kurz. Ah, da ist was. ja, ich wäre gerne unten aussteigen, weg oder so. Sicher nicht oben auf den Hügel, der da ist. Kann ich halt nicht hingucken, ich weiß es nicht. Ja, okay, wir sollten. Ich steig erstmal hier aus. Ja, am besten wäre es, wenn du dich zu dem Pinkster vorarbeiten könnte zum Turm. Ja, ich bleib hier, das ist gut schnell. Ich denke, wir steigen hier auch aus, oder? Gut, es gibt hier sonst keine weitere Möglichkeit. Ja, ich kann raus. Und wir müssen den LKW klauen. Beziehungsweise zurückklauen. Etwas geklaut ist, wieder klauen. Macht auch nicht besser. Vorsicht, die patrouillieren auch in dem Gelände bei den Büschen. Zurückziehen. Ja, kann ich bestätigen. Ich hab einen Fehlschuss abgetan, der Scharfschütze hat mich. Die haben einen Zermörser. Verdammt. Deswegen ja, erstmal kurz zurückziehen, damit die sich wieder beruhigen. Ja.
Ja, aber wenn sie uns schon gesehen haben, werden sie jetzt zu viel Verstärkung holen. Haben sie ja nicht. Ich sehe das Paket. Holen wir es uns. Sie kommen aber grob in die Richtung gelaufen, wo wir sind. Deswegen bin ich ja weggelaufen und hab gesagt, Rückzug. Genau, da kommen wir voll. Ja, hab mich zurückgezogen. Halt die Position verlassen und erstmal weg. Oder wollen wir versuchen, mit den Geschützen des Helis zu arbeiten? Verdammt, wir werden gesniped. Im Turm sitzt einer. Kein Sichtkontakt mit dem im Turm. Er ist gerade noch hinter der Deckung. Guck gerade nach. Guck gerade, glaube ich, in meine Richtung zum Heli. Ja, ich versuche, die Deckung zu der Sicht zu gewinnen. Das scheint mir möglich zu sein. Ja, könnte den Scharfschützen ausschalten. Dann versucht das. Ist erledigt. Aber je mehr wir dezimieren können, desto besser. Ja. Ich gebe Feuerschutz, wer auch immer da unten ist. Ich gebe auch Feuerschutz. Da ist noch einer ungewöhnlich im Felsen. Das war gerade eine Situation. Wieso? Weil er da so wie so ein Affe mit beide Beine von sich und beide Arme von sich so um die Ecke geflogen kam. Hier ist ein Dreier-Trupp an Unidad-Leuten. Position? Kann ich nicht genau bestimmen. An der Straße unter dem Turm. Östlich eurer Position. Ist nur noch eine Person am Leben davon. Jetzt keiner mehr. Enno, wo bist du? Ich bin noch beim Heli, jedoch etwas weiter. Was war das? Südlich, also Richtung Basis. Ich verlasse okay. meine Position, weil sie mich, glaube ich, gesichtet haben. Allerdings bin ich schon die Berge etwas runter. Benötige eure Position, um wieder aufzuschließen. Ich finde mich gleich auf der Straße vor dem feindlichen Fahrzeug, unterhalb des Sniper-Turms. Ah, ja, kann ich sehen. Bin bei Ihnen in der Nähe. Ich versuche halt hier jetzt hochzukommen und den Turm zu besetzen. Ja, Turm ist sauber. Ich befinde mich an der Straße. Okay. Ja, ihr seid alle da an der Straße. Kommt man noch nicht wirklich hoch. Achtung, am Eingang direkt befinden sich welche. Ein Scharfschütze im Turm. Welchen Turm? Genau, Nummer 2, Betonturm. Der Steinturm. Ja, Beton. Daumen erledigt. Ja. Ich rücke auf dieses kleine Häuschen links am Eingang zu. Vorsicht, eins ist nervös geworden. Er befindet sich direkt am Tor rechts. Versteckt sich dahinter irgendeinem Betonklotz. Positiv. Habe ihn nicht ganz im Visier, wenn er sich auf der Deckung begibt, könnte ich schießen. Ja, befinde mich jetzt in diesem Häuschen am Eingang. Achtung, von hinten, von der Straße, kommt ein ganzer Trupp. In Deckung. Das sind 7 Leute. Oh. Ich habe den Trupp mit 2 markiert. Aber laut meiner letzten Funksprüche, die ich mitgehört habe, scheinen die Suche abgebrochen zu sein. Da kommen aber noch mehr von den Leuten. Ja, das ist der ganze Trupp, der zurückkommt. Ich sehe 10 Leute. Nein, korrigiere. 15 Leute auf der Straße. Oh Gott. Aber die kommen anscheinend nicht weiter Richtung Gebiet. Also, die befinden sich alle auf den Hügeln und Felsen und Bergen bei dem Turm. Nicht der Steinturm. Okay. Ich könnte die... Das ist genau das Problem. Ich sitz da oben drauf. Ich könnte die 1 ausschalten. Dann Füße stillhalten. 1 ausschalten, ja. War ein bisschen besser gepanzert, als ich dachte. Beim Turm unten ist einer. Hab ihn. Ich hab den Mörser erstmal noch stillgelegt. Und jetzt bei wann war? Was passiert mit der 2? Die 2 ist die Markierung, wo der Trupp sich aufhält. Okay. Der Trupp hat das Feuer auf den Turm eröffnet. Ja, die haben mich entdeckt, wie auch immer. Enno, siehst du den schwer bepanzerten, der da über das Gelände läuft? Ja, die 1. Genau, sehe ich. Soll ich ihn ausschalten? Commander? Ja, also Deckung, krank, hab keinen Schaden. Ja, ausschalten. Ausschalten, wenn möglich.
Oh Gott, ich glaube, unser Scharfschütze ist gerade down gegangen. Reaper? Ja. Die Mörser haben ihn wahrscheinlich getroffen. Ich komm. Die Mörser ab uns. Oh. Oh. Oh nein, ich bin in diesem Kommandohäuschen auf in der Basis. Heli und die Stadt. Rückzug, wenn ihr schafft. Ja, es wird schwer. Rückzug ist nicht möglich. Nicht möglich aktuell. Könnt ihr bei dem Steinturm irgendwie runter, die Felsen? Ich kann hier Schutz nehmen. Das geht. Mich verfolgt gerade der Heli. Auf keinen Fall zurück zu dem Tor kommen. Okay. Oh mein Gott. Hier ist die Hölle los, aber ich bin in einem gut geschützten Gebäude. Oh nein. Leider noch immer von Unidad-Einheiten verfolgt. Es kommen auch noch mehr Truppen. Verdammt. Es sind schon wieder zwei Autos aufgetaucht. Okay, auf meine Position stürmen sie noch immer zu. Bekomme gleich wieder Gesellschaft. Wanbam, wie sieht deine Position aus? Wanbam? Er ist anscheinend da und Mist. Ich würde sagen, Mission abbrechen, das wird nichts. Nee. Es ist auch immer mehr Verstärkung. Ja. Hast du es geschafft, dich in einem Gebüsch oder so zu verstecken? Positiv, aber ich habe noch immer Einsatzkräfte am allerwertesten. Und ich glaube, ich werde es nicht überleben. Wenn wir es schaffen, die erstmal abzuhängen, dann schaffen wir es vielleicht auch, die Mist, beiden da rauszuholen. Meine Munis alle. Hab nur noch sekundär. Ich sehe leider keine Möglichkeit, wie ich vorrücken könnte. Bin unter Beschuss, bin gleich down. Shit. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Zu Enno komme ich nicht, da sind gerade ganz viele. Zum Turm komme ich nicht, weil ich durchs Lager muss. Und im Lager selbst müsste Wanwa irgendwo liegen und ich habe keine Ahnung wo. Ich versuche zu Wanwa vorzurücken. Obwohl, vielleicht schaffe ich es auch zum Turm. Mal gucken. So. Erstmal mit der Drohne schön umgucken. Das Problem ist, das wuselt hier überall auf dem ganzen Felsen rum. Okay, ich habe eine kleine Idee. Das wird interessant.
Okay, ganz unsichtbar, aber wo ist der Stacheldrahtzaun zu Ende? Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, ich bin im Lager. Vielleicht finde ich Vanva mit der Drohne. Nein, ich gehe erstmal zum Turm hoch. Ich glaube, das geht einfacher. Okay, gleich bin ich da, gleich bin ich da, gleich bin ich da. Wieder. Hi, hallo. Oh Gott, zum Glück. Wir müssen die anderen beiden suchen. Vanva befindet sich irgendwo im Lager und Enno irgendwo vorm Lager. Ich habe eine grobe Idee, wo seine letzte Position war. Zumindest war da großes Feindaufgebot. Okay, wo ist, also was ist mit dem Mörser passiert, der mich weggepumpt hat? Bis jetzt nichts, er müsste hier noch sein. Würden wir den vielleicht mal ausschalten, irgendwie eine Mine vorlegen oder so? Ich glaube, hier unten war der. Ich weiß, wo er ist, aber... Sie haben gerade irgendwas mit Sturmangriff gesagt. Ne, der Mörser scheint hinüber zu sein, wenn das hier der Mörser-Typ war. Ja, das ist der Mörser. Okay. Ich glaube, wann war er irgendwo im unteren Bereich? Ich höre irgendjemand flüstern. So eine Meterangabe wäre nicht schlecht. Warte, ich guck mich mit der Drohne um. Das Lager scheint gerade relativ ruhig zu sein. Also Vanva müsste ja in irgendein Gebäude gewesen sein, um Schutz zu suchen. Angeblich ja irgendein massives Gebäude. Ich sehe aber Ich sehe ihn in dem Funkgebäude. Wo ist denn hier ein Funkgebäude? Straße runter. Straße runter und dann links. Nummer 2 ist relativ nah an der Mauer von dem Gelände hier. Es kann sein, dass schon wieder weitere sind, aber ich konnte nicht genauer gucken. Ich werde mich auf den Weg machen und nach Enno suchen. Ich bin ja schon da, Scheiße. Komm hoch hier. Tag. Da ist mir das Blut gefroren. So kalt ist es wieder gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal war hier ziemlich viel los. Ja, das haben wir ein bisschen aufgeräumt. Jetzt müssen wir nur noch Enno finden, der muss hier auch noch... Ich denke, er befindet sich unten im Tal, wo die ganzen Unidad-Soldaten rumstehen. Ich habe sie mit 1 markiert. Aber Achtung, ja okay, 2 habt ihr gerade umgebracht. Wie sieht das Lager allgemein aus? Leer. Ja. Vanva, wenn du so nett wärst, dann könntest du schon mal in den LKW einsteigen. Ich wollte den LKW gerade holen. Ja. Vanva macht das. Tiefer steht. Wo ist der LKW? Achtung, da kommt noch einer. Hat 2 markiert. Er hat die Leiche von dem anderen entdeckt. Der LKW ist oben im Lager, Richtung Turm. Ich bin gleich da, ich bringe ihn wieder. Ich glaube, ich habe gerade etwas gehört von unserem gefallenen Kameraden.
Ja. Wartet die anderen Unidad, die kehren zum Lager zurück. Werde ich von einem Unidad beschossen? Reaper versucht Deckung zu geben. Oh Gott, ich gehe wieder in das massive Gebäude. Achtung, wir kommen zu dem Gebiet. Also zu dem Eingangsbereich. Ah, ich sehe den LKW. Noch zwei Leute im Eingangsbereich. Fahrt da raus, wenn ihr könnt. Granate fliegt. Und ein Helikopter. Oh nein, da kommen noch mehr den Eingang rein. Das wird nichts. Reaper! Einsteigen oder los? Fahr! Das ist keine gute Idee. Okay. Navo, sind ihr noch ich da? Ich versuche euch Deckung zu geben. Okay. Das ist ganz schlecht, was ich hier mache. Das Ding ist halt kein Geländewagen. Ich konnte ein bisschen die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich laufe weg. Beziehungsweise zieh mich zurück. Oh nein. Oh, das sieht nicht gut aus mit dem LKW. Das war ein bisschen schräge Fahrlage. Das ist aber noch nicht ganz. Ich habe noch Kontakt zum Boden. Okay, wir haben jetzt zwei Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Den LKW und Enno. Oh, der Helikopter beschießt mich. Was ist mit unserem Scharfschützen? Reaper. Okay, er war das letzte Mal, was zur Hölle? Er war das letzte Mal im Lager, an der Straße. Okay. Irgendetwas passiert mit meinem Mann. Ich weiß doch nicht, was da los Mann? Ist. Mit meinem Typen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte. Ich begebe mich runter in das Tal in der Hoffnung, dass ich Enno vielleicht... Oh Gott, drei Leute beim Eingangsturm. Ich laufe laufen an dem Lager vorbei. Auf dem Weg zur wahrscheinlichen Position von unserem Scharfschützen. Mein Mann hat sich übrigens wieder normalisiert. Okay. Ich sehe hier jemanden, das könnte Enno sein. Nein, das ist nicht Enno. Moment. Habe ich gerade Wannmar gehört? Schreien Sie nochmal, Enno! Ich habe ihn gefunden. Ach. Aber ich stehe unter Beschuss, das ist nicht gut. Wo bist du? Das ist der Heli. Schnell versteck dich. Ich bin im Gebüsch, danke. Okay. Lass mal das. Der Heli qualmt schon. Wenn wir weiter auf den Feuern, dann könnte sich das erledigen. Das Problem ist, ich habe keine Munition mehr für die Kunde. Ja. Ich gehe wieder auf den Weg zur Armeria. Also dem massiven Gebäude. So. Warte. Enno, du bist okay, oder? Ja, momentan noch. Wie gesagt, Modi-Probleme machen mich gerade relativ kampfunfähig. Ich versuche mich außerhalb der Reichweite von dem Heli zu begeben. Der feuert ja, doch sehr massiv. Ist, wir haben zwei Helis am allerwertesten. Das ist doch alles nicht gut hier. Ich habe keine Ahnung, wo Wannmar war. Er war auf der Suche nach Reaper, das heißt, er muss irgendwo oben beim Lager sein.
Mein Gott, der qualmt doch schon schwarz, was will er denn? Komm, schmier endlich ab. Verdammt, die Soldaten kommen wieder ins Tal runter. Mist. Aber bist du noch am Leben? Verdammte. Nee, das schaffe ich nicht. 50 Schuss für die Sekundär. Was an Feuerwaffe. Mist, ich bin wieder entdeckt. Nee, das wird ein aussichtsloses Unterfangen. Wo kriege ich den Heli zumindest? Holla! Langsam wieder ruhig. Deswegen, da hab ich doch wieder angehört. Auf. Weiter. Echt aus. Wo stehst du? Warum nicht da Heli? Nein. Drei Treffer. Und da oben kommt nochmal Unidad. Oh. Das muss wehgetan haben. Na komm.
Nee, jetzt holen sie noch mehr Unterstützung. Fuck. Ah, nicht schon wieder. Na, wo bist du denn down gegangen? Hm? Hör da was? Komm da nicht hoch, verdammt. Man nicht beide auf einmal. Ja. Ich erkläre erstmal die Waffe. Die Sniper hat kaum noch Schuss. Ja, auch nicht. Hey Junge, du nicht. Ach Mann, jetzt haben die wieder entdeckt. Bevor das jetzt so eine Endlos-Story wird, glaube ich, dass wir alle bei Enno mal Enter gedrückt hat, sodass wir alles spawnen. So ist das. Glaube auch. Weil, wie gesagt, ich habe Muni-Probleme. Ja, nicht nur das, du warst gerade einmal direkt bei Navo, ich habe die Karte aufgehabt, du standest genau auf ihr drauf und da fragst du, Navo, wo bist du denn umgefallen? Ach, Mann. Kann ihn aber nicht sehen. Ja, du hast da. Wird übrigens mit dem LKW interessant, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, wenn einer wirklich nah an einen Gefallenen ist, dann doch mal zumindest mal. Ja, ich glaube, so unter 20, 30 Meter kann man irgendwie so ein Hilf mir. Das wäre, glaube ich. Ich dachte halt so in Sichtweite, aber ich habe ihn halt nicht gesehen. Lass mal kurz gucken, wo ihr seid. Die sind ja auch und dann, überall. Und dann sollte Vanva die Speicherkarte wechseln lassen. Ja. Mhm. Ich brauche mal neue Muni. Sammeln wir uns vorher? Ich hab grad keine Ahnung, wo wer ist. Unten am Tal sammeln? Ich bin da, wo die Leute wieder sind. Granate kommt, komme mir an der Kula raus. Ja, das ist auch wieder wahr. Hallo! Ich hab gesagt, ich möchte bei Enno spawnen, ne? Wisst ihr, wo ich gespawnt bin? Auf der anderen Seite. Wow. Gut. Also hier im Tal. Wie zeigt ihr den Mittelfinger? Hier im Tal sehen sie mich gerade nicht. Glaube ich. Wollen wir uns hier sammeln? Dann sind wir eben nur zu dritt. Reaper! Ja, Reaper? Ja, Moment! Ja. In die Richtung muss ich, glaube ich. Ja. Ah! Ja. Oh, wir waren wieder gesehen. Da, in die Richtung muss ich. Ja, zurück. Ja. Besetzt uns dann, die ist gestruppt, okay? Aber da ist ja noch jemand. Sehen die uns auch? Was ist denn das? Also hier im Busch sind. Na, okay. Dann machen wir eben unter Beschuss schnell ab. Okay. So, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Erfolgreicher. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.